Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video auf Wato Gaming. Und heute schauen wir uns die Electro Dragon und Loon Strategy an. Und zwar braucht man dafür 16 Loons, 6 Electro Dragons, einen Felsenwerfer am besten, dann 3 Wutzauber, einen Heilzauber, einen Klonzauber und 2 Freeze-Zauber. So, und wie ihr seht, platziert man als erstes 4 Electro Dragons, um so einen kleinen Tunnel zu kreieren. Und am Ende, wenn man so die vorderen Gebäude weg hat, dann kann man schon die restlichen Truppen hinterher setzen. Und am besten da, wo die meisten Truppen sind oder die meisten Loons mit den Dragons, dann ja, den Rage-Spell hinsetzen. Und auch immer schön schauen, dass die Loons nicht schon am Beginn des Kampfes krepieren, sondern lieber sie noch etwas länger dabei erhalten. Und dann setzt ihr den Klonzauber auf die Seite, wo zum Beispiel nicht so viele Loons sind. Und dann halt mit die halt von einem Electro-Dragon begleitet werden. Das ist natürlich auch immer ganz gut. Und ja, also ich müsste noch sagen, hier auf diesem Account, das ist ja der RushXD-Account, da sind meine Helden nicht auf so einem hohen Level. Also da ist der King nur auf 18, die Queen auf 17 und der Grand Warden auch nur auf 10. Also ja, also es ist schon 3-Sterne-Angriff, das ist natürlich gut, aber ich kann nicht wirklich jeden Rathaus 11er 3 Sterne holen. Aber würden jetzt meine Helden, sagen wir mal, 50, beide 50 sein und Warden 20, dann kann man mit dieser Strategie ganz easy jeden Rathaus 11er down nehmen, weil die sind halt schon irgendwie OP. Aber man muss halt auch wissen, wie man mit denen angreift, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Zauber, die sind halt ganz wichtig, wenn man jetzt einen von denen versetzt oder zu spät setzt, dann kann das Ganze ja, schief laufen und das wollen wir natürlich nicht. Und hier sehen wir natürlich, haben wir saftige 3 Sterne. Perfekt. So, und auch ein bisschen Loot, auch nicht schlecht. Jetzt gehen wir mal zum CK-Angriff. Da habe ich den Maxili vom Megapixel angegriffen. Und da das Rathaus unten steht und man die Helden ja immer zuletzt setzt, würde ich sagen, dass ich halt von oben komme, so einen kleinen Tunnel mir aufbaue. Und davor habe ich noch mit Loons getestet, ob da irgendwelche suchenden Minen sind, also die schwarzen Luftbomben, weil die machen ja richtig viel Schaden und können so die Hälfte des... Also ja, die würden den Electro Dragon um die Hälfte seines Lebens zerstören. Deswegen, wir wollen das ja nicht. Deswegen habe ich die halt hingesetzt und da machen wir es einfach so, wie schon davor eben gesagt. Wir setzen halt alle Truppen auf einen Fleck. Dann habe ich auch noch die Adadef gefreezed, am besten zusammen mit den Clan-Truppen. Und ja, den Warden muss ich jetzt leider schon frühzeitig zünden, da er angeschlagen wurde. Aber durch diesen Heilzauber wurde er wieder geheilt. Ja, ist natürlich gut. Dann setze ich die Helden außen auf das Rathaus. Und somit kriege ich schon mal safe 2 Sterne. Jetzt ist es halt natürlich ein bisschen mies, dass meine Helden nicht so ein hohes Level haben. Weil sonst würden sie ja, halt mehr zerstören und nicht so schnell krepieren. Und ja, das ist natürlich ein bisschen schade jetzt. Also ich sage es euch schon mal vornherein. Raus weg. Es werden leider keine 3 Sterne, aber hohe 2 Sterne. Und ja, natürlich ein bisschen schade, aber wären meine Helden Max, dann könnte ich das schon schaffen. Ja, das werden glaube ich so über 80% schaffen, würden wir schon schaffen. Ja, da ist der Warden leider gestorben. Wäre Level 20, würde das ja noch locker tanken. Und auf Level 20 ist ja auch seine Unverwundbarkeitsfähigkeit viel länger. Also die hält viel länger an. Ja, also da hätte man natürlich ein bisschen ein paar bessere Chancen. Ja, da wird auch die Queen wieder getargetet. Und jetzt der Electro Dragon. Ja, ich habe sie jetzt auch gezündet. Und ja, es werden 87%, glaube ich. Oder? Ja, 87%. Tja, schade, dass meine Helden nicht auf einem höheren Level sind. Aber auf jeden Fall, ihr seht, auch mit so einem niedrigen Level kann man hohe Prozente und 2 Sterne erreichen. So, und hier wäre nochmal der finale Kampf bei meinem Rathaus 12er Account, T-Hero. Doch leider, wie ihr sehen könnt, habe ich den Warden nicht mitgenommen, da er gerade im Ausbau ist.
und auf Level 21 geht. Und ja, also das wären natürlich auch keine 3 Sterne, aber hohe 2 Sterne. Und wie ihr seht, gehe ich halt natürlich wie immer vor, tue ein paar Electro Dragons zum Funneln hin und dann den Rest auf einen Fleck in die Mitte. Genau, also die Ardaleth wird hier gleich schön zerstört. Dann, ja, jetzt haben wir halt so eine gespaltete oder dreigespaltete Zielgruppe von Loons. Die einen sind auf sich allein gestellt, die anderen mit einem Electro-Dragon und ja, keine Ahnung. So habe ich jetzt halt die Helden auf die Mitte gesetzt, damit ich halt noch das Rathaus bekomme. Und dann kommen natürlich die Clan-Truppen raus. Schade, dass die Clan-Walk nicht davor zerstört worden ist, weil sonst würden sie nicht rauskommen. Na gut, der eine Ex-Bogen da links geht down, das ist natürlich auch schön. Die Queen muss ich leider zünden und den King jetzt auch, da diese Doppelkanone auf ihn ganz schön stark feuert. Der Electro Dragon macht das Elixierlager kaputt. Und ja, leider wurden das halt keine 3 Sterne, aber hohe 2 Sterne. Und also mit dem Warden würde ich auch diese Rathaus 12 Base locker zerstören. Also man muss sagen, mit Max Helden und Max Truppen, weil meine Loons waren ja noch nicht mal Max, die gehen noch auf 8. Und mein Freeze-Zauber geht ja noch auf 7. Stimmt, ich habe den nur auf Level 6 gehabt. Also mit diesen zwei Sachen könnte man dann, ja, eigentlich auch fast jeden 12er 3 Sterne holen. Also jetzt nicht jeden, weil es gibt bei Rathaus 12 noch ein paar Bases, die sind halt sauschwer. Zum Beispiel, wenn es nur Single Infernos sind. Dann, ja, dann strugglen halt die Electro Dragons. Aber so mit zwei Singles und einem Multi oder zwei Multi, ein Single oder nur Multis ist es ganz easy. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu neuen Strategien, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Video. Und ciao.